Ich denke, so kann man es titulieren. Das ist zweifellos heute das Topspiel der Liga. Und damit herzlich willkommen an alle, die mit uns dieses Schicksalsspiel mitverfolgen. Hier geht es um nichts Geringeres als die Zukunft dieses Vereins. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Bashing. Davids. Geht hier ungeschickt in den Zweikampf. Freistoß, klare Sache. So, ich denke, das ist meine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Ich habe nicht gehört, was der Schiedsrichter gesagt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war unmissverständlich. Beim nächsten Mal siehst du die Karte. Und fast hätte es geklingelt. Lieber zurück zum Goalie. Ein langer Abschlag vom Keeper. Pep Guardiola. Fußballlegende, Top-Torschütze, Matchwinner, all das und noch viel mehr ist Lionel Messi für seine Fans. Ein Status, den er sich angesichts seiner jüngsten Erfolge verdient hat. Dem kann ich nur zustimmen. Er hat sein Können in den letzten Spielen dauerhaft und konsequent immer wieder unter Beweis gestellt. Ja, und auch hier erwarten Sie natürlich wieder Außergewöhnliches von ihm. Hier ist Messi. Er hat ihn einfach stehen lassen. Abschluss. Einfach Welt von Iker Casillas. Er wird es wieder versuchen, auch wenn er hier gerade noch aufgehalten worden ist. Tor für Beşiktaş Istanbul. Beşiktaş Istanbul und die Führung in diesem Spiel. Wie am Schnürchen gezogen. Vielleicht ist das auch seine große Stärke. Der denkt nicht lange nach, der macht einfach. Trifft das Ding hervorragend, besser geht's nicht. Ich glaube nicht, dass das so im Matchplan war. Toni Kroos. Okay, das sieht vielversprechend aus. Da kommt der Flachpass. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Natürlich wissen Sie ganz genau, wir brauchen den Ausgleich. Aber Sie wissen auch, wir brauchen ihn nicht sofort. Zunächst mal... Und ein Schuss. Eine Glanzleistung des Keepers. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Abpraller und bitte. Großartig vom Keeper. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Groß. Hier ist Messi. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Perfekt antizipiert. Sehr gut aufgepasst. Valverde. Dieser Schuss hatte wirklich Potenzial. Nur präzise genug war er eben nicht. Ja, vielleicht hat er den sogar zu gut getroffen. Er hat nicht mal geschaut, wo der Keeper gerade steht. Alles ganz instinktiv. Messi. Da gibt es gleich mehrere. Und der Schuss, der ist drin. Jetzt liegen sie mit zwei Toren vorn. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen, der Rest ist Formsache. Freistoß Beşiktaş. Das muss eine gelbe Karte geben.
Na klar war das kein schönes Foul, aber die Frage ist erlaubt, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass der so alleine hätte durchmarschieren können? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, finden Sie nicht auch, dass ein Spiel um den Aufstieg einfach was ganz Tolles ist? Sie haben 90 Minuten Zeit, um das Ticket in der nächsthöheren Klasse zu lösen. Der Trainer will, dass seine Mannschaft den zukünftigen Kontrahenten schon einmal einen Vorgeschmack darauf gibt, was sie erwartet. Ich würde sagen, es ist alles angerichtet. Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Der FC Bayern München. Er hält drauf. So viel hat da jetzt nicht gefehlt. Gegenpressing funktioniert sofort. Der Torhüter haut ihn weit raus. Er nimmt ihn direkt. Donnarumma. Haut ihn weg. Ribéry. Guter Spielaufbau mit einer ganzen Serie von präzisen Bällen. Ab auf die linke Seite. Und der Konter läuft. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Schon läuft der Gegenangriff. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Pep Guardiola. Jetzt heißt es David Villa. Tor für Deutschland. Und natürlich ist es wieder ihr Führungsspieler, der hier das erste Ausrufezeichen setzt. Balleroberung, schneller Konter, konsequenter Abschluss. Genau so muss es gehen. Sie haben sich das vorgenommen und sie setzen es um. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Tja, Marco, da stellt sich jetzt die Frage, ob Sie direkt auf den nächsten Treffer gehen sollen. Oder sollten Sie lieber einen Gang zurückschalten und geduldig auf die Konterchancen warten? Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. Und hier steht's 1:0. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Die Idee war richtig gut, nur die Präzision, die fehlte. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Ein guter Ball und sie sind durch. Jetzt ist was möglich. Ein hochinteressanter Ball. Neymar mit der Torchance. Ronaldinho mit dieser Hereingabe. Er geht auf Nummer sicher.
Er versucht's. Ganz starker Abschluss, aber es hat nicht ganz gereicht. In den Schuss hat er wirklich alles reingelegt. Er hätte nur aufs Tor kommen müssen. Schade drum. Neymar. Foden. Das nächste Mal müssen ihn die Kollegen vielleicht ein bisschen besser unterstützen. Gutes Auge, guter Pass. Messi holt. Das wird gefährlich. David Villa. Gut gesehen, guter Laufweg. Guardiola. David Villa ist das. Und raus, nach rechts. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Ribery. Carlos. Raus auf die linke Bahn. Guardiola. David Villa. Schwierige Situation. Er steht mit dem Rücken zum Tor. Kein Vorwurf an ihn. David Villa ist das. Es geht über links. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Klasse durchgesteckt. Ja, richtig. Ronaldinho. Neymar. Bei dieser Aktion absolut souverän. Er ist einfach ein brillanter Keeper und genau deshalb wird er auch so hoch gehandelt. Ja, sie liegen vorne und wenn ich das richtig interpretiere, dann tun sie jetzt alles, um zunächst mal diese Führung mit in die Halbzeit zu nehmen. Neymar. Ein hochinteressanter Ball. Da werden sich die Teamkollegen ärgern. Tomiyasu. Tomiyasu versucht, über rechts durchzukommen. Die Chance für David Villa. Davids. Ronaldinho. Guardiola. Hat ja zuvor schon einen Treffer vorbereitet. Ja, so was passiert eben auch mal den Profis. Tomiyasu. So, und nun ist Pause. Durchatmen. Wie schätzt du denn den ersten Durchgang so ein? Sie haben genau das gemacht, was sie auf jeden Fall vermeiden wollten. Und da haben sie sich dumm angestellt. Sie sind überflüssigerweise in diesen Konter gegen ein bärenstarkes Konterteam hineingelaufen. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Please join me in wishing all the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Sie sollten die Partie vielleicht so angehen, als würde es noch 0:0 stehen. Die Konzentration müssen Sie auf jeden Fall hochhalten. Also da hätte mehr draus werden können, wenn der letzte Pass. Und die Chance! Da ist es passiert! Sie sind wieder mit dabei in dieser Partie. Casillas war blitzschnell zur Stelle, aber beim Nachschuss konnte er nichts machen. Er hat das Tor gemacht mit aller dankenswertester Unterstützung des Keepers. Der legt ihm den Ball auf und er hat nicht abgeschaltet, er hat nachgesetzt. Er macht das Ding rein. Wir sind auf Remiskurs. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Es kommt am Ende drauf an, wer mehr an sich glaubt. Charakterfrage. Mbappé! Ein wunderbares Tor. Fantastisch von Mbappé.
Es gibt Momente, da brauchst du einfach Spieler wie ihn. Die zweite Halbzeit hat gerade angefangen und er macht's. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das kann man nicht lernen. Glückliches Händchen. Ich glaube, so nennt man das. So geht Joker. Kaum ist er drin, schon ist er zur Stelle und macht das Ding. Das Abschluss. Sehenswerter Versuch. Neymar versucht es auch aus dieser Entfernung. Das war für mich nicht die richtige Entscheidung. Spielverlagerung auf die linke Seite. Der wäre erstmal weg. Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückholen. Und Abschluss. Oh, das war sehr gefährlich. The attendance for this match was 60,332. Vitinha hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Die Idee bei diesem Pass war nicht schlecht, aber die Ausführung, die lässt zu wünschen übrig. Gut gesehen, guter Laufweg. Ganz wichtige Aktion war das. Ganz ordentliche Chance, nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Vielleicht ist das die Anweisung des Trainers. Versucht es durch die Mitte. Ich kann mir vorstellen, dass sie bald wieder ein bisschen mehr über Flügelspiel nachdenken. Neymar. Nee, da ist schon wieder Endstation. Vitinha! Boah, jetzt erstmal durchatmen. Beide bringen neues, frisches Personal. Ich vermute mal, dass der Trainer bei einem solchen Spiel nicht riskieren will, dass irgendeiner auf dem Platz steht, der nicht bei 100% ist. Sie lassen da aber auch gar nichts anbrennen. Und der Fernschuss. Klasse Parade. Klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Und ab geht die Post. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Das hätte ins Auge gehen können. Die Idee ist da, der Plan ist okay, aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Sie spielen es wirklich weiter mutig nach vorn. Und er versucht es mit dem Abschluss. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Neymar. Er kann sich die Ecke. Neymar. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Guardiola. Physisch enorm präsent. Den Ballverlust sofort ausgebügelt. Groß Messi. Das war sie, die große Möglichkeit zum Ausgleich. Beim Spielaufbau, bei der Chancenerarbeitung, alles in Ordnung. Was nicht stimmt, das ist der Abschluss. Absolut kein Vorbeikommen. Es geht über die rechte Seite.
Van Dijk mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Gutes Auge, guter Pass. Also sie hätten das Ding hier natürlich schon einfahren können. Jetzt müssen sie immer noch aufpassen, dass hinten nichts mehr anbrennt. Gut gesehen, guter Laufweg. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Rice. Und jetzt schießt er. Na, irgendwie war das zu erwarten. Da fehlte einfach wirklich so der Zug dahinter. Und ab die wilde Fahrt. Neymar. Fantastisch, was der mit dem Ball kann. Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Cristiano Ronaldo. Ende, der Schlusspfiff ertönt. Da ist der Sieg, den sie gebraucht haben. Im Vereinsheim können sie schon mal die Kaltgetränke rausholen für die Aufstiegsparty. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Ich denke, das war eine der härtesten Prüfungen, vor denen sie als Team bisher gestanden haben. Ich kann sie nur dazu beglückwünschen, wie sie das hinbekommen haben. Sie wussten, wie viel auf dem Spiel steht, was der Aufstieg für den Verein bedeutet. Und sie haben die beste Leistung abgerufen. Jetzt können sie für die neue Saison in der höheren Spielklasse planen. Das war unsere Übertragung heute Abend. Mein Dank geht an Hansi Küpper. Ich danke dir, Marco. Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. Thank you.